Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Matchmaking. Ich bin gespannt, wie das Spiel so wird. Letztes Mal hatten wir ein ziemliches Dödelteam am Start. Ich hoffe, dass es heute anders ist. Okay, hi Gebi. Immerhin sprechen sie so ein bisschen. Das könnte doch was werden. Den rushen wir jetzt zusammen. War schon nicht schlecht. Kann man schon so lassen. Naja. Schon wieder 3B, sicher? Also gut, die Jungs werden wohl wissen, was ich mache. Ah, einer down. Das ist schlecht. Shit, der hat einen Deagle. Damit kann er mir ganz schnell ein Brettchen drücken. Nope. Ah, aber ich habe die MP5. Das sind wie 4 Deagles. Also man kann sich durchaus auch mal nicht beklagen, ne? Spielt ihr B oft zu dritt? Also wenn wir das spielen, vielleicht erste Runde, aber dann immer schön hier, ne? Pipapo. Danke noch Flasche. Easy peasy lemon squeezy, Alter. Was ist denn heute los? Ach, meine AK, hey. Was soll das, eine Galil? Uah! Er spielt schon gerne Galil, hallo? Aber du solltest den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir müssen mal schauen, was jetzt hier so passiert. Alles klar, da ist schon... Oh, nein, 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 oh, shit. So, wie sieht's aus mit dem Geld? I can drop. Oh, jetzt machen sie langsam. Nachdem sie die ersten paar Runden gedrückt bekommen haben, machen sie langsam. Kann man machen. Oh. Two guys at apartments. Jetzt lässt sich gleich feststellen, ob das Team wirklich cool ist, denn wenn, ja... Die Spielqualität sinkt, kommen die Spastarden hervor. Also mit ihrer Schreierei und hin und her, ne? Mal gucken. Denn gewinnen kann jeder, das wissen wir. Aber sobald es darum geht, auch mal einen Loose einzufahren, da... Ne? Ich will die A-Karten dann gleich haben. Nice. Die gibt's übrigens auch bald als Giveaway. Hier so eine Neon Revolution. Ja, ja, ja. Die Skinny-Baronis haben ziemlich viel rausgehasselt. Ah, Timeout, aha. Immer wieder ein Spaß, gerade wenn es läuft. Obwohl, auch wenn es nicht läuft, ist es scheiße. Man verliert 5 Runden und dann kommt ein Timeout von den Feinden. Geil. Wisst ihr, ich hab nicht ewig Zeit. Ja. Oh. Ich hab ein Damage-Geräusch gehört, hab aber noch 100 HP. Ja, nice. Gisela, Achtung. Geh weg, Hühnchen. Sonst gibt's gleich Fried Chicken. Komm, geh weg. Ich guck kurz. Hop down. Another one. He's low HP. Das müssten sie eigentlich haben. Also der eine ist U-Low, der hat 18 HP. Den habe ich schon runtergebolzt. Und, ja, guck mal, da ist der erste schon gefallen, der noch nicht mal low war. Batz, da ist der Low-Bob. Alter, guck dir das an. Wenn ich so kriech, macht ein Gegner einen Step und gibt mir einen Headshot. Und er... Hallo? Genau das meine ich. Die Leute sind gar nicht so cool, wie sie meinen. Wenn es mal etwas negativer abläuft. Ich glaube, solchen Leuten muss man wirklich direkt... Banana. Butz. Oh, er smoked mich doch jetzt nicht. Ich habe gerade die IUP Legacy am Start und er smoked mich. Oh, jetzt sind alle wieder runtergekommen. Mate is down. Weiß nicht, was der vorhatte, aber so geht's nicht. Mein Vater hier steht mit der IUP, das tut mein Freund. Manche sagen auch, Janni S. Glaubt ihr, dass es überheblich kommt, wenn jemand also mich so an sich nicht kennt und reinkommt und nur diesen Ausschnitt sieht? Oder merkt man, dass es stark karikatiert ist? Merkt man das oder denkt man sich, damn, Alter, der denkt auch, er wäre der König oder was? Vor allem, wenn man weiß, wie ich sonst spiele, weiß man ja auch, dass ich jetzt sonst nicht so der ultimative König bin. Left Side. Oh, der ist down. Sehr gut. Ich habe ihn sogar angehittet, den Wurstkönig. Ich bin entzückt. Schön mit der Alligator hier als Sidearm. Super Ding. Das Teil ist busy, das sage ich dir. Der Grüne callt immer irgendwas zu mir. Also er hat immer irgendwelche Pläne. Und ich rede in dem Moment auch gerade. Und dann raff ich nicht, was er sagt. Ist down. Das ist meine absolute Lieblingsspielweise hier auf der Map. Wenn ich da oben stehen kann bei K und ja, darunter wurschteln kann. Hier kann es natürlich auch passieren, dass ich direkt einen Shot fresse. Aber es ist eher selten der Fall. Ich glaube, den habe ich noch gehittet durch die Wand. Und vergesst das Knife-Giveaway im Livestream nicht, gell, Jungs? Morgen 18 Uhr, also dienstags 18 Uhr. Und Mädels, die Mädels auch, sind auch eingeladen. Kommt dazu. Wir schminken uns vielleicht auch ein bisschen, komm. Oh, oh. Gott, wie er sich aufregt. Okay, nice in the smoke. Warum muss er das uns sagen? Nice WH Smoke, was ein dummer Sch... Jetzt habe ich dich aufgefallen! Ich gucke auf den Chat, anstatt auf das verdammte Spiel. Wo ist denn der? Ah. Kommt down und dauer mit. Also an sich kann ich mich nicht so sehr beklagen. Bei T wird das, glaube ich, haarig. Denn die Unstimmigkeiten zwischen Fendi und Calvi, auch Sami ist ganz schön durchgepeitscht. Die einzig normalen sind Maki und ich. Also die halt nicht rumschreien. Wenn wir tot sind, halten wir die Goschen, dann ist gut. Aber diese anderen zwei, also vor allem Sami und Vivendi. Ach du Scheiße. Die sind schon auf eine ganz besondere Art und Weise so ein bisschen durchgenudelt. Bombi! Oh, Sami ist mit der Bombe einfach am Spawn. Ich kack mir die Hose voll. Nein.
We need the bomb here, B. Yellow. Ach du Scheiße, Mann. Die Bombe ist einfach jahrzehntelang AFK. Das ist der Bock, der meint, der muss rumschreien. Solche Leute haben echt die Nerven weg. He's hitting, he's coming. Arch. Oh, ich habe die UMP behalten, stimmt. Ich dachte, ich hätte eine MP5. Das ist sieht so ein bisschen kacke. Weil im Vergleich zu einer MP5 ist die UMP natürlich Pisswasser. Mit der MP5 hätte ich einen Endschuss gebracht. Verstehe ich mich? Ist einer Short irgendwo? Nee, okay. Aha! Wie er mir hinterherkommt. Der war hundertprozentig da drin gesessen. Und hat auf mich gewartet. Wie so ein Lauch. Oh, ich kann mich wirklich nicht, Leute, oder? Kann man schon mal... Ich denke, hier sollte ich ganz gut die 50 Punkte voll bekommen und den Adler sichern, beziehungsweise langsam mal Richtung Lem wieder schieben. Oder vom Rank her? Oh. Another one. Right side. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh. One down mit. Einfach auf Verdacht geschossen. Ich meine, es ist und bleibt halt ein Teamspiel. Man kann selbst so viel leisten, wie man möchte. Wenn das Team nicht mit der Bombe nachkommt oder halt, ja, ein richtiger... Man kann so viel vorarbeiten, wie man möchte, aber falls das Team das halt nicht umsetzen sollte, dann wird es einfach schwierig. Aber das ist jetzt gut. Alle vier sind da, beziehungsweise die anderen drei sind da. Unser Kollege ist auf Mitte Nee, der ist noch da. Ah, Sammy! Dümpelt wieder. Wo war denn der? Er dümpelt komplett entfernt rum. Das sind so richtige Zornigel, die Jungs. Aber solange wir gewinnen, ist mir recht. Aber ich würde jetzt echt ungern noch verlieren, nur weil die sich so aufregen und dann vielleicht mit einem Teamkill anfangen oder sowas. Das wär mir gerade mal nicht recht. Vor allem kann mir keiner erzählen, dass er mit so einem Rage im Bauch so gefokust ist, wie wenn er halt nicht ragen würde. Sobald du die Rage-Kugel vor dich hinschiebst, kriegst du nichts mehr gebacken. Zumindest nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Ich kann sowas nicht verstehen. Wie kann man sich nur so die Blöße geben und einfach rumbrüllen? Ich meine, ich brülle auch, aber halt mit euch zusammen. Ja, aber ich brülle nicht ins Spiel rein. Ah, oh, ich fress die Nate. Na, also. Be down. I'm gonna plan for you, Banana. Behind me. Ah! Oh! Einfach ruhig sein. Wie verzweifelt. Nice. Gut gemacht. Hat er schon gut gemacht. Komm. Sammy. Deine Vergehen sind davongewischt. Zumindest für diese Runde. Du Bangert. Die Korean Pit. One is on site. He's down. Another one on site. Nice. Phantom for short. Na also. Es geht doch. Leute, es hat sich doch gerade nur gelohnt, oder? Das war ein schönes Spiel. Leider überhaupt kein Uprank. Da waren ja sogar DMG-Leute dabei. Also mindestens einer. Naja, was soll's. Was kam? Leute, Giveaway. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön für eure Kommentare. Vielen Dank für die Daumen. Morgen 18 Uhr Livestream. Ciao.